Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, ich darf Ihnen heute Dina Kovac vorstellen. Diese junge Dame hier ist dafür verantwortlich, dass im Share-Projekt in der Fritz-Schäffer-Straße in Neuperlach die Bude voll ist und dass hier die Mieter zusammenpassen, oder? Das ist ja auch wichtig, oder? Wenn man so ein Projekt macht. Absolut. Also einerseits war unser Ziel, dass wir Platz für Leute zur Verfügung stellen, wo sie zusammenkommen können und ihren Hobbys nachgehen können oder ihre Communities zusammenbringen können, einfach wirklich mal ins Tun kommen und auch Wissen vielleicht miteinander teilen. Und wir sind tatsächlich in 2 Jahren ganz rasant gewachsen. Und wir sind zum diversesten Ort des Münchens geworden. Wir haben hier von ganz kleinen Kindern bis ganz, wie sagt man das schön, also ganz Erwachsenen, ganz viele, auch ganz viele unterschiedliche Nationalitäten sind hier vertreten. Und es ist auch wunderbar, wie dann Leute, die sich hier kennengelernt haben, dann auch gemeinsame Projekte zum Beispiel starten. Ich finde das ja irgendwie sehr mutig, weil Sie sind dann alle dafür verantwortlich, dass man halt nicht bloß als Nachbar auftaucht, sondern auch in Austausch tritt. Sprich, also Sie sind Event-Managerin und Community-Managerin und bauen dann immer so Veranstaltungen, wo die Leute dann in den Austausch treten, oder? Genau, also wir organisieren auch Events für die Mieter hier im Haus. Jetzt neulich oder letztlich hatten wir unseren Weihnachtsfeier, wo um die 100 Leute aus dem Haus und auch Freunde des Hauses dabei waren. Man muss aber dazu wissen, dass wir hier im Haus über 150 unterschiedliche Nutzer oder Akteure drin haben. Sind das lauter Einzelpersonen oder gibt es juristische Personen, GmbHs oder GbRs, sowas auch, oder sind das halt lauter natürliche Personen, wie der Jurist sagen würde? Also ich weiß tatsächlich jetzt die Statistik nicht, wie viele die natürliche Personen sind, aber wir haben hier Musiker, Künstler, ganz viele Vereine, auch viele Ehrenamtliche, die zum Beispiel Gemeinschaftsräume, so Paten von den Gemeinschaftsräumen sind, Themenräumen oder auch, es gibt auch ein paar Unternehmer, aber grundsätzlich Richtung Bildung geht es dann oder wirklich jemand, wer entweder nach der Rente nochmal mit einem Job angefangen hat oder mal dem Traum nachgegangen ist, selbstständig zu werden oder die erst jetzt sich ausprobieren in dem Unternehmensleben. Die Leute hier in der Umgebung haben davon erfahren, auch von Stadt München oder anderen Organisationen, wo dann zum Beispiel Vereine unterstützt werden. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Selbsthilfezentrum an. Durch solche Multiplikatoren haben dann auch Leute über uns erfahren und haben sich ja dann beworben. Wir haben dann Gespräche gehabt und die haben auch die Idee hier sehr gemocht, dass es hier so bunt und so vielseitig ist. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass der eine und der andere von unseren Zuschauern sich jetzt sagt, ah, das war doch vielleicht was für mich. Haben Sie noch Leerstände oder ist es hier alles gut gefüllt? Weil das ist jetzt die wichtige Frage. Ja, es ist hier ziemlich gut gefüllt. Man kann sich noch anmelden, dass man gerne vielleicht hier einen Platz hätte. Genau, Warteliste, weil dadurch, dass unsere Konditionen auch sehr freundlich sind. Wir verlangen nicht, dass man hier 2 Jahre lang sich bindet mit einer Miete oder so. Deshalb kann man dann auch tatsächlich sich ausprobieren. Wenn die Lebensumstände sich geändert haben, dann gehen manche, andere kommen. Ja. Deshalb, ja. Aber es kann auch sein, dass man mit jemandem anderen dann hier im Haus kooperieren kann. Das ist genau die nächste Frage. Wie groß sind denn die Flächen, die Sie hier vermieten? Weil das waren ja mal frühe Büroräume, technische Räume. Das sind ja keine kleinen Zimmer, sondern eigentlich relativ großzügige Schnitte. Leider nicht. Also das Gebäude ist aus den 80er Jahren und dementsprechend, da war das noch so Einzelbüro-Thematik. Ah, okay. Deshalb sind die Büros eher so um die 17 Quadratmeter und die großen Räume sind bei uns dann 35, 40 Quadratmeter. Verstehe, bei 17 Quadratmeter, das ist auch, kann man schon was drin anhaben. Ja, absolut. Also das nutzen viele, die dann entweder allein oder so maximal bis 4 Personen in dem Raum tätig sind.
als Atelier oder auch als Musikstudio, aber auch als Büroräume, dann die ein bisschen größere Räume, die dann um die 30, 40 Quadratmeter sind, das sind dann meistens Bildungsräume, wo dann unterschiedliche Sprachkurse oder mit Kindern irgendwelche Kurse oder Tanz. Das ist halt die Sache mit Zwischennutzungen. Mhm. Man soll sich für das Jetzt freuen und das Maximale daraus rausholen, anstatt überlegen, oh, und was wird in 5 Jahren? Bis 5 Jahren kann man sich halt auch mal zeigen und beweisen, ob meine Idee oder das, was ich mache, tatsächlich wert ist und gut angenommen wird. Ob es jetzt Non-Profit ist oder Profit ist, ist eigentlich egal, auch wenn es um ein Hobby geht. Man kann sich ausprobieren und in einem Jahr, in 2 Jahren oder in 3 Jahren kann man schon ganz viel erreichen. Und dann kann man auch entscheiden, okay, lohnt es sich weiter, sich damit zu beschäftigen? Gehe ich dann weiter? Suche ich dann nach einem noch besseren Raum für mich? Oder gebe ich zum Beispiel auf und ändere ich meine Ideen? Damen und Herren, gerade ist alle Theorie, jetzt wollen wir Ihnen noch so ein Projekt mal vorstellen, was also mit Non-Profit eigentlich zu überschreiben wäre und mit Geld verdienen nicht unmittelbar was zu tun hat. Und dort sehen wir uns gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, wir sind also heute in der ehemaligen Allianz Technik Niederlassung in Neuperlach. Und dieser Mensch hier ist Fotograf und wird jetzt diese Dame dort fotografieren. Wie macht man das, dass das dann nicht bloß eine fotografische Aufnahme ist, sondern das Dokument eines Zeitgeschehens? Das macht man, indem man als allererstes das Model, ob männlich oder weiblich, ablenkt. Ablenkt? Ja. Das heißt, ein Haufen Blödsinn erzählt, um sie, weil jeder Mensch ist, hat eine gewisse, wie soll ich sagen, Aversion gegen Foto oder eine gewisse Vorstellung von Foto. In unserer heutigen medialen Zeit ist das natürlich noch viel mehr. Das heißt also, ich muss als Fotograf, bin ich im Grunde zu einem Achtel Fotograf, zu 7/8 bin ich Psychologe, Pfarrer, Entertainer, Klon oder sonst was. Das heißt also, um das Model abzulenken von dem Tatbestand, dass es jetzt fotografiert wird, dann kommen automatisch die natürlichsten Aufnahmen raus. Gehört natürlich eine riesengroße Menschenkenntnis dazu, weil jeder Mensch, was Ablenkung betrifft, ein bisschen anders strukturiert ist, oder? Ja, da gehört eine Menschenkenntnis dazu und vor allen Dingen, wenn man People fotografiert, gehört dazu, dass man sich auch in gewisser Hinsicht mit diesem Menschen beschäftigt hat. Mhm. Ja, und dementsprechend auf ihn eingehen kann. Boah. Also das kann nur ein kurzes Gespräch vorher sein, ja, oder und so weiter. Das ist, People-Fotografie ist, wie gesagt, hat sehr, sehr viel mit Fingerspitzengefühl zu tun. Ne? Also hohe Kunst, oder? Obwohl, das darf ich gar nicht mehr sagen. Weil, was ist schwieriger? Eine schöne Aufnahme von ein paar Turnschuhen zu machen oder von einem Menschen, den man schon kennt, als derjenige, der das Ganze dann betrachtet? Also ein Kollege von mir zum Beispiel, der hat sein ganzes Leben lang nur Stilllifes fotografiert, insbesondere Kochbücher. Mhm. Mit der Argumentation, ich fotografiere nur Gulasch, weil das kann ich an die Wand werfen, wenn es nicht passt. Das ist ein Argument. Und, aber wie gesagt, ein People-Fotograf, das ist ein anderes, ganz anderes Genre wie das klassische Foto. Das klassische Foto kann ich bauen, das kann ich stylen, aber bei People muss es eben so zufällig wirken. Es muss einfach so rüberkommen, als wenn ich vorbeigelaufen wäre. Aber Sie machen das nicht, schaust du mal, wie Sie wieder da sind. Sie machen das nicht zum ersten Mal, oder? Dass Sie sich so präsentieren vor der Kamera, oder? Sieht man sofort, weil die Kunde ist. Da gibt es natürlich auch gewisse Grund, sagen wir mal Standards. Aber es ist natürlich auch so, dass das, jetzt bin ich wieder mal der typische Martin Sei, das weibliche Geschlecht natürlich im Posing besser ist wie wir Männer. Also das muss man schon ganz klar sagen. Wenn ich an Arnold Schwarzenegger denke. Ja, es ist natürlich jetzt eine Ausnahmefigur. Verstehst? Das ist natürlich jetzt, oder der, wie hieß der, Rambo, das ist eine Ausnahmefigur. Okay. Okay, okay. Aber sonst ist natürlich dieses Posing ist im weiblichen Geschlecht schon mehr verankert. Das muss man schon so sehen. Ja. Ja, also. Frauen schauen ja besser aus deshalb, weil sie sich dann besser in Szene setzen. Das ist ganz klar. Das hat der liebe Gott so gewollt. Das wollte der so, ja. Dass wir Männer permanent in einem gewissen Nervenstress stehen. Was mich jetzt einfach nur als Letztes interessiert, wenn man solche Geschichten macht, kann man dann als Martin Sei von sowas leben oder gibt es noch andere Einkünfte?
Also es ist so, ich bin ja jetzt, ich habe 40 Jahre erfolgreich Mode fotografiert. Vor allen Dingen habe ich Mode fotografiert in einer Zeit, 80er, 90er bis in die 2000er rein. Da konnte man mit der klassischen Modeindustrie, People-Fotografie noch richtig Geld verdienen. Das muss man klar sagen. Mit der Digitalisierung und der jetzigen Medienüberlastung ist es natürlich weitestgehend weggebrochen. Also zum Beispiel, ich habe viel für Katalogmode gearbeitet. Die Kataloge gibt es nicht mehr. Und ich bin heute zum Glück in Rente. Habe also eine kleine Rente, von der ich leben kann und kann also diese Geschichten, die ich hier mache, for fun machen, sage ich jetzt mal. Es gab mal eine Zeit, da sind diese ganzen Computer-Desktop-Publishing-Programme rausgekommen, da konnte dann jeder zu Hause seine eigene kleine Zeitung machen, ohne große Probleme am Computer, am Bildschirm. Man hat das aber sofort gesehen. Ja. Dass das selber gemacht ist und dass da kein Grafiker drauf war. Geht dieser Blick, geht der da dadurch verloren, dass halt jeder mit seinem Handy tolle Aufnahmen machen kann? Ich meine, da muss ich ja nur eine Tageszeitung aufschlagen. Ich meine, wenn ich jetzt eine Zeitung aufschlage von 1980, wie die handwerklich gemacht ist, da geht mir das Herz auf. Und wenn ich heute eine Tageszeitung aufschlage oder eine Illustrierte, dann habe ich 14 Tage Augenkrebs. Ich meine, das ist einfach so, weil halt durch dieses schnelle Medium Computer alles hopp hopp geht. Ja, wenn ich irgendwie, und das hat nichts mit Kunst zu tun, das hat mit Ästhetik zu tun. Nein. Wenn in irgendwelchen Spalten so breite Löcher sind oder und so weiter. Das heißt also auch, dieses schnelle Medium Fotografie ist durch die Digitalisierung im Grunde ethisch versaut worden auch. Weil wie du sagst, jeder meint jetzt, mit dem Handy kann er fotografieren. Ich meine, früher gab es die klassischen Kataloge. Ich habe ja, das weißt du schon, bei Borda gedient. Und heute werden die Kataloge ersetzt durch die sogenannten Internetshops. Ich meine, wenn ich mich ganz schlecht fühle, dann mache ich so eine Internetseite auf und dann gucke ich mir die Fotos an und da denke ich, wenn ich so ein Foto bei der alten Borda vorgelegt hätte, die hätte mich mit dem Türrahmen ausgeschmissen. Also ohne die Tür aufzumachen. Von der Qualität her. Ja, ich verstehe schon. Aber das wird halt im Internet gar nicht gefragt. Das brauchen die nicht. Die machen eben mit dem Smartphone, stellen wir da die Sekretärin dahin und dann klack und peng und verkaufe und weiter. Und das hat halt, ich habe einen anderen ästhetischen Anspruch. Das ist das Problem, was in meiner Generation schon ist. Sie sind halt alt. Ja, ich bin alt. Also Damen und Herren, ich kann mich nicht hundertprozentig seiner Meinung anschließen, weil wir viele Verleger unter unseren Gesellschaftern haben, aber die Richtung stimmt schon. Ich wünsche einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wurde Ihnen präsentiert von mplakat.